Wenn der so ist, trink mal Molaraki. Hans, schenk mal in. Jo, mach ich. Vater, lass es sind, das mach ich vor dich. Na gut, aber ganz schnell. Na, Anna, hast du noch jemand mitgebracht? Na, Cousin, ich bin noch nicht gekommen. Na ja, nur hin. Werd junge Schneider sein. Na, grüß Gott. Ach, servus, Niklas. Grüß Gott, grüß Gott. Du leid, Tanja. Grüß Gott, Niklas. Grüß. Was bringst du uns heut? Heut kommt doch keine Zeitung. Heut bringe ich euch mal was ganz anderes. Wirklich? Ja, aber dann mal raus mit der Sprache. Ich bringe heute euch die große Formulare. Was? Guck, da steht's da. Republika Socialista România, Ministerul de Interne, cerere de plecare definitivă în străinătate. Was? Stimmt das nicht, Nicolae? Oh Gott, das kannst du mir glauben. Du. Wirklich? Jo. Komm, lass mich, dich Trecker. Oh, oh, nochmal. Niklas, setz dich auch hin und trinkst mit uns Araki. Ja, ja, komm, ohne kannst mittrinken. Komm, trinken wir mal, aber nur eine Flasche. Ja, bitte schön, ja, Nikolai, lass es schmecken. Na, Gesundheit. Na, Gesundheit. Gesundheit. Sag mal, was ist denn da los? Mit den vielen Kisten da. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Siehst du, Leiberlärm wird. Aber brauchst gar nicht so dumm fragen, gell? Wir wurden doch nicht bei dem Blumenmann gezahlt. Wir sind ehrliche Schwurbler. Habt ihr echt nicht bei dem Gebrauch bezahlt bei dem Blumenmann? Gar nicht. Oh. Mir nicht. Ich hab nicht bezahlt. Und Hansi, was hast du jetzt? Siehst du es? Wir sind auch mal dran. Schau mal, so wie ich das gesehen habe, warum will er mir überhaupt auf Deutschland fahren? Hier, du verstehst ja mit dem Jan Nikolai super. Hansi, wir fahren doch nicht wegen der Leid. Wir haben uns wirklich all gut verstanden. Das kannst du nicht geben. Der Grund, warum wir auf Deutschland wollen, ist das Regime. Nur die Kommunisten sind da schuld dran. Ach, so ist es. Ja. Und ich habe gemeint, die Kommunisten sind die Rumänen. Ja, leider hast du nicht ganz recht. Es sind auch genug Schwurbler. Die wollen ihre guten Kommunisten zuhören. Nur, dass es noch besser geht. Die verkaufen noch ihre Seele. Ach, komm, bring mir mal auf euer Glück, weil ich muss schon wieder gehen. Na, Gesundheit. Gesundheit. Ja, Gesundheit. Ja, guter Rat. Ja, sieh dir bald. Adi. Servus, Niklas. Du hast eh auch hier. Ja, sieh dir. Oh, die ehrliche Schwurbe, kommen mal dran. Cousin, ich denke, ich gerne in dem Glauben lassen, aber ich muss da was beichten. Was? Ja, 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 was ist denn? Ja, mein Vater hat da ein bisschen nachgeholfen. Was? Ja. Wie der Onkel hat nachgeholfen? Ich hätte dir ja gar nicht sagen sollen, aber mein Vater hat an der richtigen Stelle vor euch geschmiert. Narzisst! Da wohne ich doch recht gehabt. Anna, du brauchst doch gar kein Geheimnis draus machen. Inzwischen pfeifen doch schon die Spatze vom Dach. Ohne Nachhilfe kommt kaum niemand auf Deutschland.
Ja, sag mal, der hat ja schon alles gepackt. Sag mal, Resig, ja, was ist das? Das ist ja unsere Oma, ihre alte Sonntagstracht. Jo, das alte Puffer, das muss ich auch noch wegwerfen. Wegwerfen? Na, das darfst du nicht wegwerfen, das kaufe ich da ab. Wirklich? Schau mal, das alte Seil, wie schön die war. Ja? Warum? Na, das hole ich mit auf Deutschland. Deutschland? Was willst du mit dem alten Profi in Deutschland machen? Das ist kein alter Profi, nicht? Das ist unser Tracht, das ist unsere Identität. Anna, hat ihr der Racki nicht gut getan? Was willst du da? Resi, ich weiß, was ich soll und was ich rede. Wir können dankbar sein, dass wir in Deutschland einreisen dürfen und dort in Wohlstand und Freiheit leben können. Aber was unsere Vorfahren war nicht gleich tun und was wir dort in Deutschland auf die Füße stellen, das braucht sich auch nicht zu verstecken. Ja. Da hast du recht. Ja, drauf trinken wir uns. Gesundheit. Gott sei Dank. Endlich kommt das Evi und der Hans. Lang genug hat es ja gedauert. 3 Jahre lang hat es gedauert. Was das Nerven gekostet? Und das Geld. Die beiden werden erkannt müssen, bis sie ihre Schulden abbezahlt haben. Schrecklich, gleich mit Schulden zu kommen. Was willst du machen? Soll ich das viele Geld aus meiner Tasche bezahlen? Schließlich sind wir nicht die Caritas. Ohne Geld schwimmen wir schon gar nicht. Jetzt greif doch mit, Schwägerin. Geh nach doch mit einem Hummertuch. Geld zum Herschenken habe ich aber auch keines. Nein, sicher nicht. Aber ich werde Ilse mit ihrer Familie, bis sie eine Wohnung gefunden haben, noch zu euch nehmen. Gott bewahre! In unser kleines Reihenhaus? Also wir haben gar keinen Platz. Außerdem soll die kleine Martina so frech sein, die würde mir alle Blumen im Haus kaputt machen. Auf gar keinen Fall, kommt gar nicht in die Tüte. Die sollen ruhig ins Lager, damit sie wissen, was Sache ist. So denke ich auch. Dort sind sie am besten aufgehoben und hängen uns nicht wie ein Stein am Hals. Ich war ja schon immer dagegen, dass sie überhaupt kommen. Wenn sich das einbürgert, ist es bald vorbei mit unserem. Ja, ja, es kommt immer mehr. Bald heißt es, ganz Rumänien ist schon da. Wie kennt die nur so Sinn? Hat die Ängste bis verhungert, wann anderen aufkommen und versuchen, sich eine bessere Existenz aufzubauen? Jedes Jahr sind wir runtergefahren. Unser Auto war immer damit voll. Da hätten wir gut woanders Urlaub machen können. Ja, das stimmt. Wir finden aber jeder, der will, soll kommen darf und kennen. Dort ohne ist doch keine Zukunft mehr. Sollen doch alle bleiben, wo der Pfeffer wächst. Sonst haben wir bald die gleichen Verhältnisse wie dort. Du bist doch ein Geizhals. Wenn ich ein Geizhals bin, dann kann Evi mit ihrer Familie doch bei euch wohnen. In unserer 3-Zimmer-Wohnung. Warum nicht? Ihr bekommt von uns 2 alte Matratzen. Die legt ihr auf den Boden, dann können sie zu dritt drauf schlafen. Und in eurem Haus ist das weg, oder? Habe ich euch doch gesagt, dass wir keinen Platz haben. Und unser Snuffi verträgt keine fremden Leute neben sich. Ich habe gemeint, dass Evi war deine liebste Schwester. Ist sie auch. Aber das weiß unser Snuffi doch nicht. Aber ihre Kisten können sie bei uns unterstellen. Die stellen unser Snuffi neben. Blöder Hund, auf jeden Fall, wenn Evi mal eine Wohnung haben, können sie unseren Wohnzimmerschnitt haben. Da bin ich ganz deiner Meinung, Matthias. Das finde ich sehr großzügig von dir. Übrigens habe ich dieses altmodische Zeug sowieso satt. In 10 Minuten muss der Zug hinfahren. Dann winken wir alle mit unseren Fähnchen, denn sie sollen sehen, wie sehr wir uns freuen. Das klebt Dina mal auch und macht mal ein Gesicht, was es da alles gibt. Ich habe ihr ein Handy zur Begrüßung mitgebracht. Ich gebe 50 Mark, dann kann er sich kaufen, was er will. Ich bin doch nicht verrückt. Geh putzen und schmeiß das Geld in den Rachen eines so fremden Kindes. Ach, du bist doch nur eifersüchtig, weil dir kein Kinder hat, Carina, oder? Hörst du, Matthias, was sie sagt? Wir haben keine Kinder, weil wir keinen, noch keine, wohlbemerkt bekommen haben. Jojo, weil wir gut super planen können. Ruhe, damit wir verstehen können, ob sie jetzt den Zug einsagen. Das ist der Zug. Gott sei Dank, er hat keine Verspätung. Ich muss noch zum Saubermachen in die Zahnarztpraxis. Das kann der Kankes Evi auch gleich zu uns holen, oder? Also ich habe wirklich keine Zeit für Gäste. Und außerdem habe ich nichts essbar.
einkaufen. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich komm ich.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Unruhen in Rumänien entwickeln sich zunehmend zu einem Volksaufstand gegen die Herrschaft von Staatschef Ceausescu. Sie griffen heute auf die Hauptstadt Bukarest über. Auch dort gingen Sicherheitskräfte sofort mit großer Härte gegen tausende Demonstranten vor. Sie eröffneten am Nachmittag das Feuer auf die Menschenmenge. Der Korrespondent der jugoslawischen Nachrichtenagentur Tanjug ist nach eigenen Angaben Zeuge geworden, wie Panzer Studenten überrollten. Nach sowjetischen Berichten hat es dabei Tote gegeben. Über der Hauptstadt kreisen Hubschrauber, der Präsidentenpalast ist vom Militär abgeriegelt. Zuvor war es am Rand einer Kundgebung, auf der Ceausescu sprach, bereits zu Zusammenstößen gekommen. Auch in Arad fielen Schüsse. In Temeschwar gingen wieder Zehntausende auf die Straße. Dort hatte das Militär am Wochenende ein Blutbad mit vermutlich mehr als 1000 Toten angerichtet. Auf der von der Partei organisierten Großkundgebung in Bukarest heute Morgen wurde schon bald nach Beginn gegen den rumänischen Staatschef Ceausescu protestiert. Ceausescu hatte vor 100.000 Menschen auf dem Siegesplatz versprochen, den Lebensstandard anzuheben. Viele reagierten mit Flüchen. Ja, grüß dich, Peter. Du bist der Jakob Dietrich. Ich rufe an wegen der Situation im Banat in Temeschwar. Bestimmt hat er auch die Nachrichten im ersten Fernsehprogramm gesehen. Ich denke, wir müssen uns da unbedingt aktiv werden. Es ist jenseits unseres Bundesvorstands schon etwas geplant. Grüß dich Gott, Jakob. Bei uns ist der Teufel los. Seit dem Samstag Oberzimmer schon aktiv. Die Telefone, die stehen gar nicht still. Na, zurück zu deiner Frau. Wir organisieren eine große Solidaritätskundgebung am Odeonsplatz in München. Und wir hoffen, dass auch die Kreisverbände aktiv gehen und nach München kommen. Das ist ja gut. Ich werde schauen, dass unser Kreisverband viele Landsleute in Karlsruhe erreicht und wir mit einem oder zwei Bussen nach München kommen. Jakob, wenn der die Busse nicht voll kriegt, dann könnt ihr ja auch noch andere Kreisverbände anrufen und Leute von dort mitbringen. Wir freuen uns schon. Ich werde dich noch informieren. Wir bleiben in telefonischem Kontakt. Auf Wiederhören, Peter. Wiederhören, Jakob. Bundesgeschäftsstelle Peter Krier. Hallo, Herr Körbisch, Kreisvorsitzender aus Landshut. Grüß dich, Roland. Grüß dich, Peter. Ich rufe wegen den Unruhen meiner Heimatstadt Temeschwar an. Ich denke, ihr habt auch schon davon erfahren. Wir sind schon informiert und wir sind auch schon aktiv. Ein Schauspieler vom Deutschen Staatstheater, der hat uns schon mehrfach telefonisch angerufen. Und der hat uns berichtet, dass dort ganz schön was los ist. Peter, es passieren noch Wunder. Wer ist denn dieser mutige Mann? Ah, das ist der junge Alexander Steffi, ein junger Schauspieler. Und der tut uns laufend informieren. Und was hört man? Wir konnten durch das Telefon Maschinengewehrsalve hören, wir konnten Kettengeräusch von der Panzer hören und es gibt Bericht, dass es auch viele Tote gehen soll. Was können wir machen? Wir müssen etwas machen, wo doch in ganz Europa Unglücksstimmung herrscht. Der Bundesvorstand hat vor der Samstag eine große Demonstration am Odeonsplatz angemeldet. Und wir haben uns auch schon mit allen Kreisverbänden in Verbindung gesetzt und wir hoffen, dass die auch kommen auf München. Außerdem haben wir 5000 Flugblätter verteilt und an Hochschulen und an Schulen Plakate gepickt. Der Kreisverband Landshut wird bestimmt aktiv werden. Ich habe vorhin mit Dr. Christian aus Nürnberg gesprochen und erfahren, dass der Kreisverband Karlsruhe Busse organisiert für die Fahrt nach München. Das ist eine gute Nachricht. Also funktioniert die Kommunikation zwischen den Kreisverbänden. Was willst du damit sagen? Ich habe heute Morgen mit Jakob Dietrich aus Karlsruhe telefoniert. Und der hat gesagt, dass man sich mit der anderen Kreisvorsitzenden in Verbindung setzen möchte. Auch unser Kreisverband wird nach München kommen. Und wir werden versuchen, auch humanitär zu helfen. Ich lege es auf, denn bestimmt warten schon andere auf euch durchkommen. Auf Wiederhören. Oder Wiedersehen in München am Samstag. Ja, Wiedersehen, Roland. Bundesgeschäftsstelle Peter Krier. Mit wem spreche ich bitte?
Ach ja, die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Was wir über die Unruhen wissen? Ja, wir stehen im telefonischen Kontakt mit einem mutigen Mann. Es wird geschossen und es gibt Tote zu beklagen. Ja, ja, natürlich, die Studenten haben sich der Revolte angeschlossen. Ja, ja, und der Aufstand breitet sich über das ganze Land aus. Was wir gedenken zu machen, wir sind dabei, eine große Kundgebung zu organisieren für den kommenden Samstag. Ja, natürlich, auch Herr Staatssekretär Peter Gauweiler und einige Herren vom BTV werden kommen. Ja, die Süddeutsche Zeitung und einige Radiosender haben auch bei uns angerufen. Ja, natürlich, Sie dürfen gerne wieder anrufen. Wir werden Sie immer informieren. Wiederhören. Bundesgeschäftsstelle Peter Grier. Hallo, hier ist Dr. Christian aus Nürnberg. Ich grüße dich ganz herzlich, Peter. Wie geht's dann? Grüß dich.